Ja, servus Leute, hier ist der Johannes wieder und ihr seid richtig, wenn es euch interessiert, wie es mit Automaten aufstellen geht, wie man Geld damit verdienen kann. Und ja, ich bin momentan dabei, mir ein Business aufzubauen mit Automaten und Snackautomaten und meine Bauchschmerzen werden immer größer. Wie kann das bloß sein? Es gibt einen YouTuber, recht junger Typ, der hat so 3-4 Automaten und bei dem wurde in einem Video jetzt gestern eingebrochen. Mit Gas wurde der Automaten aufgesprengt, die Geldkassette rausgeholt. Richtig, richtig krass. Und das ist natürlich nicht schön, weil das mir halt zeigt, dass da Banden sind, die wirklich da mit hoher Kriminalität auch rangehen, um die Automaten aufzubrechen. Und hier in der Region gab es letztens eine 10er-Reihe von Automaten, die in einer Nacht 10 Automaten aufgebrochen wurden. Da sind sie auch professionell einmal von München bis nach Garmisch durchgefahren. Was natürlich gar nicht cool ist, dann waren Zeitungsartikel mit Gullideckel und Spitzhacke, wurden da die Vapes rausgeklaut und das Geld sozusagen. Ich meine, was ist da drinnen? Vielleicht 100, 200 Euro Wechselgeld und dann vielleicht noch ein bisschen an Umsatz, was sozusagen diese Automaten abschmeißen. Und ja, ist natürlich blöd für den Automatenbetreiber, weil er einen unheimlich hohen Schaden hat. Er hat natürlich seine Versicherung, die da solche Sachen, Sachschäden und auch Warenverlust abdecken. Aber es ist trotzdem einfach ärgerlich. Du hast dann tagelangen Ausfall, du hast den Ärger mit dem Bestellen und musst dich selber dann um den Einbau kümmern und so weiter. Also es ist schon happig, sage ich jetzt mal so. Und das nächste ist halt dann das, dass du ja da einfach viel Geld verlierst. Und das macht mir natürlich sehr viel Bauchschmerzen. Dann habe ich mir halt gedacht, okay, wenn man dann so einen Automaten halt hat, dann kann man das ja so machen wie mit dem in Augsburg, wo ich euch das Video gezeigt habe, in meinem Kanal verlinkt auf jeden Fall. Der hat seinen Automaten in einen Käfig reingetan. Das würde dazu führen, dass man eben nicht diesen Automaten so einfach aufsprengen kann, sondern muss erst diesen Käfig aufflexen und kommt dann eigentlich an die Ware ran. Und das ist natürlich ein bisschen umständlicher. Naja, ich habe mir auf jeden Fall noch Gedanken dazu gemacht, weil es gibt ja in einem Ort von mir einen Wildfleischautomaten und die verkaufen nur über den Winter ihr Wildfleisch. Und mein Plan war, dort über den Sommer sozusagen Snacks zu verkaufen und die können dann im Winter ihr Wildfleisch verkaufen. Und der Versuch war halt einfach, ihm zu überzeugen, dass das eine gute Möglichkeit ist, weil dann hätte ich mir halt den Anschaffungspreis von dem Automaten ersparen können und hätte hier halt einfach die Ware verkaufen können und so weiter. Aber er hat erstmal dankend abgelehnt, weil er sagt, er will keinen Stress mit dem Ganzen, er macht das nicht und fertig aus. Und ich bin so, schade, das wäre echt sehr, sehr gut gewesen. Aber er hat halt auch hingewiesen, dass die Leute einfach Stress machen. Nachts um 10 will jemand sein Grillfleisch oder sein Zeug und er ruft dann so lange an, bis jemand rangeht und sich darum kümmert. Jemand, der dann nicht sein Geld kriegt, der hat halt dann Probleme und ja, ist halt ärgerlich, weil du halt eigentlich wie so ein Babysitter bist für so einen Automaten. Und da musst du ja dann fast schon wirklich eine Art 24-7-Service anbieten. Also ich glaube schon, dass das Automatenbusiness gut ist, aber es ist halt einfach nicht dieses propagierte Selfmade-Millionär-Business-Idee. Also dass du da ohne Probleme vor allen Dingen schnell Geld verdienst. Und so wie das auf mich wirkt, verdienst du erstens nicht schnell Geld, zweitens nicht viel und drittens hast du halt viele Probleme, wo ich mir halt dann auch wieder denke, ist es das wert, auch so viel Geld rein zu investieren in dieses Business? Macht das Sinn oder kann man das nicht irgendwie anders organisieren, mehr Geld zu verdienen? Und kann man das nicht umändern, das Business? Ja, weil so ist halt schon schade. Naja, ich schau mal, wie mich mein Gustus und mein Bauchgefühl
ja, wie sich das sozusagen entwickelt, ob ich weiter an der Sache dranbleibe oder ob ich einfach dahinter einen Haken setze und sage, okay, ich habe mich gut genug informiert, reicht, ich mache kein Automaten-Business, oder ob ich wirklich Automaten durchziehe oder nicht. Das kommt halt noch in der nächsten Zeit dran. Ja. Es geht auch darum, wie ich privat aufgestellt bin, wie unsere Pläne sind, gehen wir wieder nach Spanien oder bleiben wir in Deutschland. Das weiß ich noch nicht so genau, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die gut überlegt werden muss, weil du halt locker 2, 3 oder 5 Jahre einfach hier gefestigt bist, bis dein Business so gut läuft, dass du dir Mitarbeiter einstellen kannst, die das Ganze dann managen können für dich und du dann das Ganze, ja, abgeben könntest. Von daher, bleib dir dran, erfahrt ihr mehr von mir und dann wünsche ich euch noch eine ganz gute Zeit und ciao, adios.